Soma für die Zwillings-Aschwinis. Eine Geschichte aus dem Aranyaka Parvan des Mahabharata. Javana war der Sohn des himmlischen weißen Bhrigu. Er war stets damit beschäftigt, Härten und Entsagungen auf sich zu nehmen und besaß große asketische Kraft. Einmal nahm er beim Saphir-Hügel am Fluss Narmada die Vira genannte Stellung ein und stand für lange Zeit bewegungslos wie ein Pfahl an einem Platz. Im Laufe der Zeit wuchs ein Ameisenhaufen über ihn und er war nicht mehr zu erkennen. Eines Tages kam der Herrscher der Welt, Charyati, zusammen mit seinen 4000 Frauen und seiner einzigen Tochter namens Sukanya zu diesem schönen Ort an den Ufern des Narmada. Umgeben von ihren Dienerinnen lustwandelte Sukanya in diesem schönen Wald. Vergnügt betrachtete sie Fluss, Bäume, Berge, Blumen, schaute zu den Wipfeln der Bäume hinauf und brach blühende Zweige ab. Sie war wunderschön und in der Blüte ihrer Jugend. Bhrigus Sohn sah sie umherwandern, mit nur einem einzigen Kleidungsstück und mit Schmuckstücken bedeckt, und lustvolles Verlangen regte sich in ihm. Er rief sie mit tiefer Stimme, aber sie hörte ihn nicht. Als das Mädchen am Ameisenhaufen vorbeikam, in dem der Rishi steckte, sah sie zwei leuchtende Augen in ihm. Neugierig stach sie mit einem Dorn hinein. Der Rishi fühlte große Schmerzen, und zornig geworden machte er, dass die Soldaten von Charyatis Heer den Ruf der Natur nicht mehr nachgehen konnten. Als der König sah, wie es um seine Soldaten stand, fragte er sie: Wer hat dem erlauchten Sohn Bhrigus, der sehr alt ist und immer Entsagung praktiziert und ein zorniges Temperament besitzt, ein Unrecht zugefügt? Die Soldaten antworteten: Wir wissen nicht, ob irgendjemand dem Rishi etwas angetan hat. Als Sukanya sah, dass die Soldaten in Not geraten waren und dass ihr Vater auch bekümmert war, sagte sie zu ihm: Als ich im Wald umherlief, sah ich in einem Ameisenhaufen zwei wie brillanten leuchtende Dinge. Ich dachte, es wären Glühwürmer und stach mit einem Dorn hinein. Daraufhin begab sich der König sofort zum Ameisenhaufen und bat den Rishi um Vergebung für die Tat seiner Tochter. Javana erwiderte: Dieses stolze, schöne Mädchen, das mich missachtet und durch Unwissenheit und Verlockung ihres Verstandes beraubt, gestochen hat, diese deine Tochter möchte ich als meine Braut haben. Wahrlich, nur unter dieser Bedingung will ich dir vergeben. Charyati übergab seine Tochter ohne zu zögern dem hochherzigen Javana. Der Heilige war zufrieden mit dem König, als er die Hand seiner Tochter erhalten hatte. Dann zog Charyati, begleitet von seinen Soldaten, die von ihrer Bedrängnis befreit waren, in seine Hauptstadt zurück. Sukanya blieb bei Javana und diente ihm und verehrte ihn und kümmerte sich auch um seine Gäste und um das heilige Feuer. Eines Tages sahen die Zwillings-Ashwinis Sukanya, als sie gerade gebadet hatte und ihr Körper unbekleidet war. Sie gingen zu ihr und sagten: »O du mit schönen Hüften! Wessen Tochter bist du? Was machst du in diesem Wald?« Sie erwiderte schüchtern: »Wisset, dass ich Charyatis Tochter und Javanas Frau bin.« Lächelnd sagten die Ashwinis: »Warum hat dein Vater, o Glückliche, dich einem Mann gegeben, der am Rande des Todes steht? Wahrlich, o schüchternes Mädchen, du leuchtest wie ein Blitz in diesem Wald. Noch nicht einmal in den Regionen der Himmlischen haben unsere Augen deinesgleichen gesehen. O Mädchen, so unbekleidet und ungeschmückt verschönerst du diesen Wald ungemein. In herrlichen Kleidern und wertvollem Schmuck würdest du jedoch noch schöner aussehen. Warum dienst du einem alten Ehemann, der nicht mehr fähig ist, zu genießen und dich zu unterhalten, o du mit mondgleichem Lächeln? O göttlich schönes Mädchen, verlasse Javana und wähle einen von uns beiden zum Gemahl.« Sukanya antwortete: »Ich bin meinem Gemahl hingegeben, zweifelt nicht daran.« Darauf sagten die beiden: »Wir sind die berühmten himmlischen Ärzte. Wir werden deinen Herrn jung und anmutig machen.
Wähle dann einen von uns dreien zu deinem Gefährten. Versprich es und bring dann deinen Gemahl hierher, o Glückliche. Sukanya ging zu Bhrigus Sohn und erzählte ihm, was geschehen war. Javana war einverstanden mit ihrem Vorschlag. Die Ashwinis ließen den alten Rishi in einen Teich steigen und sie selbst tauchten auch in diesem Gewässer unter. Als sie alle wieder aus dem Wasser stiegen, hatten sie eine unübertrefflich wunderschöne Form. Sie waren jung und trugen glänzende Ohrringe. Alle drei sahen gleich aus und einer sagte zu Sukanya: O Glückliche, erwähle denjenigen von uns zu deinem Gemahl, der dir am besten gefällt. Sie betrachtete die drei schönen Männer lange und schließlich erkannte sie ihren Gemahl und erwählte ihn. Javana war sehr zufrieden mit den Ashwinis, nachdem er Schönheit und seine Frau erhalten hatte und sprach zu ihnen: Da ich von euch Jugend und Schönheit und meine Frau erhalten habe, mache ich euch zu Trinkern von Somasaft in der Gegenwart des Herrn des Himmels. Hocherfreut erhoben sich die Zwillinge in den Himmel. Sehr bald hatte auch der König von der Neuigkeit erfahren, dass Javana in einen Jüngling verwandelt worden war. Und äußerst erfreut darüber kam er mit seinen Truppen zum Ashrama des Sohnes Bhrigus. Und als er Javana und Sukanya sah, die wie zwei Kinder von den Himmlischen aussahen, war seine Freude und auch die seiner Königin so groß, als hätte er die ganze Welt besiegt. Der König der Erde wurde vom Heiligen ehrenhaft empfangen, und als er Platz genommen hatte, neben dem Rishi, begannen sie ein glückverheißendes Gespräch zu führen. Am Ende sprach der Sohn Bhrigus folgende Worte: O König, ich werde bei einem Opfer, das du vollziehst, dein Oberpriester sein. Über diesen Vorschlag war der König sehr froh, und an einem glückverheißenden Tag ließ Shariati einen herrlichen Opferaltar errichten. Während des Opfers wollte Javana den Ashwinis einen Teil des Somasaftes opfern. Als er gerade beabsichtigte, das Opfer zu den beiden himmlischen Ärzten zu machen, sprach Indra sich dagegen aus. Er sagte: Diese Ashwinis haben nach meiner Meinung kein Recht, eine Opferung von Somasaft zu erhalten. Javana erwiderte: Diese beiden sind große Seelen und besitzen ungewöhnliche Schönheit und Anmut. Und sie haben mich genau wie einen Himmlischen in eine ewig jugendliche Person verwandelt. Warum solltest du und die anderen Halbgötter ein Recht auf Somasaft haben und sie nicht? O Herr der Himmlischen, wisse, dass die Ashwinis auch den Rang von Halbgöttern haben. Indra sagte: Diese beiden praktizieren Heilkunst, sind deshalb Diener, und sie wandeln nach ihrer Lust und Laune in verschiedenen Körpern in der Welt der Sterblichen. Wie können sie dann rechtmäßig den Somasaft beanspruchen? Bhrigus Sohn ließ sich von den Worten Indras nicht beeindrucken und nahm eine große Portion Soma auf, um sie den Ashwinis zu opfern. Indra sprach zu ihm: Wenn du diesen Saft den Ashwinis opferst, werde ich meinen schrecklichen Donnerkeil auf dich schleudern, der allen Waffen überlegen ist. Javana lächelte und fuhr fort mit der Opferung. Daraufhin streckte Indra seinen Arm aus, um seinen Donnerkeil auf Javana zu schleudern. Aber sein Arm war plötzlich gelähmt und Javana opferte den Ashwinis mit den entsprechenden Hymnen Somasaft im Feuer. Dann wollte er den Herrn des Himmels zerstören. Durch die Energie seiner Askese ließ er Mada, einen riesigen Dämon, erscheinen. Sein Körper war unermesslich groß. Sein Mund war furchtbar, mit spitzen langen Zähnen. Der Unterkiefer berührte die Erde und der Oberkiefer den Himmel. Er hatte 4 Reißzähne, die 100 Yojanas lang waren, und seine übrigen Zähne maßen 10 Yojanas und glichen Palasttürmen. Seine Arme waren 10.000 Yojanas lang und glichen Bergen, und seine Augen glichen Sonne und Mond. Mit seiner rastlosen Zunge leckte er seinen Mund. Er sah aus, als ob er jeden Moment die Welt verschlingen wollte. Und mit lautem Gebrüll rannte er auf Indra zu, um ihn aufzufressen. Als Indra den Dämon sah, sprach er voller Furcht zu Javana: O Bhrigus Sohn, o Brahmana, wahrlich, von diesem Tag an sollen die Ashwinis auch berechtigt sein, Soma zu trinken. Sei mir gnädig, ich habe dies nur getan, um deinen Ruhm zu vergrößern.
Meine Absicht war es, dir eine Gelegenheit zu geben, deine Macht zu zeigen. Nach diesen Worten Indras schwand der Zorn Javanas und er setzte Chakra frei. Dann verteilte er Mada. Mada bedeutet wörtlich Berauschung, Verrücktheit. Und tat einen Teil in alkoholische Getränke und andere Drogen, einen in Fleisch und einen in Glücksspiel und Feldsportarten. So unterwarf er den Mada-Dämon, stellte Indra zufrieden mit einem guten Schluck Somasaft und assistierte Shariati bei der Verehrung der Halbgötter, einschließlich der beiden Ashwinis, und verbreitete den Ruhm Shariatis über die ganze Welt. Dieser Beste der Brahmanas verbrachte seine Tage glücklich in der Gemeinschaft Sukanyas, seiner geliebten Frau.